Bier ist nicht gleich Bier. Hat doch fast jede Region ihre eigene Brauerei, so unterschiedlich sind auch die Geschmäcker und Traditionen. So ist der Bayer seiner Maß nicht abgeneigt, der Kölner aber lieber aus 0,2 Liter Gläsern trinkt. In diesem Video schauen wir mal hinter die Kulissen in Köln und du kannst dann ja entscheiden, ob das auch für dich das Richtige wäre. Lass uns in den Kommentaren wissen, welche Glasgröße du bevorzugst. Oder ob du gar nur direkt aus Flasche oder Dose trinkst. Nun aber viel Spaß mit dem Video und wenn du mehr davon sehen willst, dann schenk uns ein kostenloses Abo und einen kostenlosen Like, dann wissen wir, dass wir auch weiterhin Videos zum Thema Bier bringen sollen. Kölsch, so bezeichnen die Kölner ihren Dialekt, ihre Art und ihre Biersorte. Kölsch in flüssiger Form, das ist nicht irgendein Bier. Es ist vielmehr eine Trinkkultur mit eigener regionaltypischer Ausprägung. Nur noch für ihr Gasthaus am Dom leistet sich die Brauerei früh den Luxus, einen kleinen Teil ihres Bierausstoßes in Holzfässer abzufüllen. Dies geschieht aus Nostalgiegründen und erinnert an die Zeit, als das Kölner Hofbräu früh noch eine kleine Hausbrauerei in der Altstadt war. Direkt aus dem Fass läuft das Bier in die charakteristischen 0,2 Liter Stangen, die den Gästen von einem Köbes, dem typisch kölschen Kellner, mitunter auch unaufgefordert serviert werden. Dem Kölsch, seinen Brauern und Köbesen, aber auch seinen Konsumenten ist dieser Film gewidmet. Wenn es auch in den Brauhäusern der Domstadt eher unkonventionell zugeht, so hat das Bier selbst doch eine Konvention. Genauer, die Kölsch-Konvention von 1986. Kölsch ist demnach eine geografische Herkunftsbezeichnung. Das heißt, es darf nur in Köln und in wenigen Brauereien der Umgebung gebraut werden. Wie Alt oder Weizen ist Kölsch ein obergäriges Bier. Aber nur Kölsch ist, wie die Konvention festgelegt hat, gleichzeitig hell, also nicht dunkel, hopfenbetont, also mit aromatischem Bittergeschmack, blank, also nicht trüb und natürlich nach dem deutschen Reinheitsgebot gebraut. Was die Gäste beim Anblick der Holzfässer nur ahnen können, das Kölner Hofbräu früh ist heute eine der modernsten Braustätten Europas. Am Stadtrand von Köln stellt die Brauerei im Jahr mit nur 55 Mitarbeitern rund 400.000 Hektoliter Bier her. Damit gehört sie zu den ganz großen Kölschproduzenten. Reminiszenz an die Vergangenheit, die manuelle Reinigung und Befüllung der Holzfässer.
Der Film wird den Brauprozess in seinem traditionellen Verfahren ausführlich schildern. Aber ein erster Blick gilt dem modernen, hochtechnisierten Brauen. Der eigentliche Vorgang der Bierherstellung ist im Prinzip in allen Braustätten gleich, egal ob Hausbrauerei oder Industriebrauerei. Unterschiede gibt es nur in den Rezepturen und der technischen Ausstattung. Hier im Sudhaus der Frühbrauerei wird das Malz mit Wasser vermischt und die Bierwürze gekocht. Bei aller Technik kommt es aber immer noch auf die Kunst des Braumeisters an, ein Bier von gleichbleibend hoher Güte zu produzieren. Entscheidend ist die Qualität der vier Rohstoffe: Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. In diesen Behältern wachsen die Hefezellen, die das Bier vergären. Was anmutet wie ein Raumschiff, ist in Wirklichkeit der Gär- und Lagerkeller. Konisch laufen die über 10 Meter hohen zylindrischen Gär- und Lagertanks an ihrer Unterseite zu. Hierin wandelt die Hefe den Malzzucker in Alkohol und Kohlensäure um. Wenn das Kölsch nach mehreren Wochen vergoren und gereift ist, wird es in diesen Anlagen gefiltert. Blank gelangt es über ein kompliziertes Rohrleitungssystem entweder direkt zur Abfüllung oder zu einer Verdampfungsanlage, wo dem Bier schonend der Alkohol entzogen wird. Kölsch gibt es auch als alkoholfreie Variante. Die Fassbefüllung. Zunächst werden die leeren Fässer von innen und außen gereinigt, danach automatisch befüllt. In einer Stunde bewältigt die Anlage bis zu 500 Fässer. Köln ist weltweit die Stadt mit den meisten Brauereien, insgesamt 16 an der Zahl. Sie produzieren rund 3,2 Millionen Hektoliter Kölsch in überwiegend mittelständischen Betrieben. Abgefüllt wird der Gerstensaft in Flaschen, Dosen und Fässer. Der Absatzmarkt liegt vornehmlich in Köln und seinem Umland. Hier ist das Kölsch als ausgesprochen regionale Bierspezialität dann auch die dominierende Biersorte. Kölsch trinkt man zu allen Anlässen und Tageszeiten. Es wird ebenso in der Kneipe um die Ecke wie im Szene-Bistro oder an der Hotelbar ausgeschenkt. Seinen traditionellen Auftritt hat das helle Obergärige jedoch im Brauhaus in seiner typisch kölschen Ausprägung. Neben dem Früh am Dom gibt es noch eine Reihe anderer Brauhäuser in der Stadt, wie zum Beispiel die altehrwürdige Malzmühle. Ein charakteristisches Attribut einer urkölschen Wirtschaft ist der sogenannte Beichtstuhl. In der Malzmühle steht ein besonders schönes, mit kunstvollen Schnitzarbeiten versehenes Exemplar. Vom Beichtstuhl aus überwacht die Geschäftsführerin die Speise- und Getränkeausgabe. Wenn ein Köbes Bier bestellt,
legt er die entsprechende Anzahl an Biermünzen in einen Teller und bekommt erst dann den Kölschkranz. So ist ein Überblick über die Zahl der verkauften Getränke möglich. Das Publikum in den Brauhäusern ist sehr gemischt. Hier kommen Menschen unterschiedlicher Bildung, Herkunft und Ansichten zusammen. Eine klassenlose Gesellschaft versammelt beim Bier. Der blaugeschürzte Köbes gehört zum Brauhaus wie der Dom zu Köln. Kölsch, so wie wir es kennen, gibt es erst seit gut 50 Jahren. Doch wo liegen die Anfänge? Und wie entwickelte sich das Bierbrauen in Köln im Laufe der Jahrhunderte? Im Spätmittelalter war Köln die größte und wichtigste deutsche Stadt. Die günstige geografische Lage, Wirtschaftsprivilegien und intensive Handelsbeziehungen zu allen europäischen Märkten machten die Hansestadt am Rhein zu einem Umschlagplatz von enormer Bedeutung. Um das Jahr 1400 war Köln auf dem Höhepunkt seiner politischen und wirtschaftlichen Macht. Wichtigstes Handelsgut war der Wein. Er gedieh an Rhein und Mosel und sogar im Kölner Stadtgebiet. Die Fässer waren stets gut gefüllt und der Wein erfreute sich größter Beliebtheit. Doch im Zuge einer Klimaänderung seit dem Spätmittelalter verschlechterte sich die Qualität des Rebensaftes mehr und mehr. Bier hingegen konnte auch in klimatisch ungünstigen Jahren in gleichbleibender Güte hergestellt werden. Daher wurde das Braugewerbe in Köln immer bedeutender. Der berühmte Verbundbrief aus dem Jahre 1396. Hier findet sich ein erster schriftlicher Beleg für die Existenz einer Brauergaffel. Die Brauer setzten ihr Siegel unter den Brief, der als städtische Verfassung über 400 Jahre lang in Kraft blieb. Die Gaffeln stellten politische Verbände dar, die entweder aus Kaufleuten oder einer bzw. mehrerer Zünfte bestanden. 22 Gaffeln waren insgesamt im Kölner Rathaus vertreten. Im Stadtrat saß auch die Gaffel der Bierbrauer. Im heutigen Gaffelbrauhaus am Altermarkt finden sich an der Wand Nachbildungen der 22 Gaffelzeichen. Nicht nur die Brauerzunft bildete eine Gaffel, auch die Bäcker oder die Fischhändler. Das Zunfthaus der Brauer in der Schildergasse. Nur wer in der Zunft war, durfte das Handwerk des Bierbrauens ausüben. In den Zunftbriefen waren die strengen Bestimmungen des Brauerhandwerks schriftlich fixiert. Hier ein Exemplar aus dem Jahre 1497. Über dem Eingang des Brauhauses früh am Dom wacht der heilige Petrus von Mailand, der 1252 grausam ermordet wurde. Typisch ist seine Darstellung mit einem Schwert durch den Kopf. Die Kölner Brauer wählten den Dominikaner aus Norditalien zu ihrem Zunftpatron. In der Kirche St. Andreas, unweit des Domes, bewahren die Dominikaner-Patres Reliquien des Petrus von Mailand auf. Mit seinem Namen ist das religiöse und gesellschaftliche Leben der Brauer eng verbunden. Unter dem Schutz des Heiligen und zu seiner Ehre fanden sich im Mittelalter die Braumeister in einer religiösen Korporation zusammen, der St. Peter von Mailand Bruderschaft. Während Zunft und Gaffel untergingen, hat sich die Bruderschaft über die Wirren der Franzosenzeit hinweggerettet und besteht noch heute. Einmal im Jahr treffen sich die Mitglieder zu einem Patronatsfest, das eigens für sie im Chorraum der Andreaskirche gehalten wird. Rudolf Päffchen trägt die Bruderschaftsfahne vorweg. Er ist Vorsitzender der Korporation, die sich immer noch aus Kölner Bierbrauern zusammensetzt und heute etwa 100 Mitglieder zählt.
Geistlicher Betreuer der Bruderschaft ist der Dominikanerpater Adolf Weber. Liebe Brüder, eine Schwester, ja. Liebe Schwester, liebe Brüder, Sie haben einen anspruchsvollen Beruf. Sie haben genau genommen einen erfreulichen Beruf. Sie schaffen Vorbedingungen, dass Menschen sich freuen können. Sie haben einen Beruf, dessen sich auch die alten Mönche nicht schämten und es darin doch, wie sie neidlos anerkennen müssen, zu einer gewissen Meisterschaft brachten. Die Freude ist ein kostbares Geschenk und sie ist ein Vorgeschmack. Sie ist eine kleine Kostprobe vom himmlischen Gastmahl, von der Freude dort, die uns dann niemand mehr nehmen wird. Doch was war das für ein Bier, das im Mittelalter gebraut wurde? Mit dem heutigen Bier kann man es jedenfalls kaum vergleichen. Bis etwa zum Jahre 1500 herrschte das sogenannte Grutbier in Köln vor. Die Grut war ein aus verschiedenen Kräutern gemischter Würzstoff. Über die genauen Ingredienzien weiß man wenig, doch waren die Blätter des Gagelstrauchs Hauptbestandteil der Grut. Dazu der Botaniker Bodo Mösler. Was Sie hier sehen, das ist der Gagelstrauch, ein im Rheinland sehr seltener Strauch auf moorigen, nährstoffarmen Standorten. Dieser Strauch fällt weniger wegen seines Äußeren auf, mehr wegen seines intensiven Duftes. Dieser Duft ist sehr angenehm süßlich und er wird erzeugt von kleinen gelblichen Drüsen, die man bei genauem Hinschauen auf den Blättern erkennen kann. Gemeinsam mit Rosskümmel, Anis, Kirsche und verschiedenen Harzen wurden die Blätter des Gagelstrauches gesammelt. Sie wurden dann zu einem Brei verarbeitet, der getrocknet wurde und anschließend gemahlen wurde. Das Pulver nannte man Grut und es wurde zum Verbessern des Biergeschmacks verwendet, also als Biergewürz. Gleichzeitig verstärkte die Grut die Wirkung des Alkohols. Zunächst hatten in Köln die Erzbischöfe das Monopolrecht inne, Grut herzustellen. Sie übten dieses Recht jedoch nicht selbst aus, sondern verpachteten es gegen Geld. Ein sehr einträgliches Geschäft für die Grutpächter. Alle Bierbrauer in der Stadt mussten die Kräutermischung bei ihnen kaufen. Der Ausschank des Bieres erfolgte zum Beispiel hier im Martinsviertel in speziellen Bierhäusern. Sie waren den Brauereien direkt angeschlossen. Anfang des 15. Jahrhunderts ging das Grutrecht an die Stadt Köln über, doch verlor es immer mehr an Bedeutung, als sich ein neues, bis dahin im Rheinland unbekanntes Biergewürz durchzusetzen begann und die Grut ablöste, der Hopfen. Dazu noch einmal Bodo Möseler. Der wilde Hopfen ist eine charakteristische Pflanze unserer heimischen Auwälder. Dort schlingt er sich oft meterlang an den Bäumen empor. Im heutigen Hopfenanbau werden die weiblichen Pflanzen kultiviert. Sie produzieren in ihren Blütenständen die für das Bierbrauen benötigten Stoffe. Diese verleihen dem Bier den charakteristischen Geschmack, machen es haltbar und wirken außerdem beruhigend. Das neue Volksgetränk Hopfenbier machte viele der Bierbrauer in der Domstadt zu wohlhabenden und hochangesehenen Leuten, wie beispielsweise Christian Lommeder, im 17. Jahrhundert Bannerherr der Brauer. Oder Paulus von Ausheim und seine Gemahlin. Im Jahre 1794 besetzten die französischen Revolutionstruppen Köln.
Das brachte wichtige Veränderungen mit sich. Die alte Ordnung wurde aufgehoben und die Gewerbefreiheit eingeführt. Köln zu Beginn des 19. Jahrhunderts. Knapp 100 kleine Hausbrauereien in der Stadt versorgten die Bevölkerung mit Bier. Der qualitative Sprung von der Hausbrauerei zur Industriebrauerei erfolgte in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in der Hochphase der Industrialisierung. Die Sünner Brauerei stammt aus dieser Zeit. 1860 wurde die Gebrüder Sünner Brauerei in Köln-Kalk erbaut. Damals boomte die Brauindustrie im Kölner Umland. Hier war genug Platz, um eine Großbrauerei nach der anderen entstehen zu lassen. Bier wurde das Getränk des Industriezeitalters. Der Bedarf der wachsenden Arbeiterbevölkerung in Köln verlangte einen gewaltigen Bierausstoß. Bier in Flaschen erschloss neue Märkte. In den denkmalgeschützten Gebäuden wird längst mit modernster Bautechnik gearbeitet. Das gilt zum Beispiel für die Steuerung des Sudhauses. Dennoch ist zur Sicherung der hohen Qualität immer noch das handwerkliche Können des Bierbrauers notwendig. Im modernen Drucktankkeller wartet das filtrierte Bier auf seine Abfüllung. Die Abfüllung bewältigt bis zu 10.000 Flaschen in der Stunde. Im Fasskeller befüllt eine Anlage vollautomatisch die modernen Keckfässer. Neben aller Brautechnik der Gegenwart finden sich in der Sünner Brauerei auch noch mancherlei kaum mehr bekannte industriehistorische Zeugnisse aus dem letzten Jahrhundert. Beispielsweise die alte Dampfmaschine im Maschinenhaus. Sie versorgte die Brauerei mit Strom und betrieb den Kühlkompressor. Die Ammoniak-Kältemaschine, in den 1870er Jahren von Karl Linde erfunden, leitete eine technische Revolution im Brauwesen ein. Sie machte die Temperaturführung bei der Gärung und Lagerung kontrollierbar und damit die Bierherstellung erst industriell möglich. Die Brauereien versorgten noch bis in die 60er Jahre unseres Jahrhunderts die Gaststätten mit Blockeis zum Bierkühlen. Hergestellt wurde es im Eishaus. Heute produziert die Sünner Brauerei die Eisblöcke nur noch zu besonderen Anlässen. In einem Sohlebecken gefriert das Wasser in kastenartigen Formen zu Eis. Wenn die Blöcke außen etwas angetaut sind, können sie aus den Formen herausgekippt werden. Über eine hölzerne Rutsche gelangen sie zur Laderampe. Hier konnten früher bis zu 1000 Kilogramm Blockeis pro Tag hergestellt werden. Der alte Pferdestall bei Sünner. Größere Brauereien verfügten über eigene Pferdefuhrwerke und Pferdeställe, weil der Bierverkauf sich jetzt nicht mehr, wie noch bei den Hausbrauereien, auf das direkte Umfeld beschränkte. 20 Kaltblüter transportierten die schweren Holzfässer mit Sünnerbier in die Stadt. Die Fahrt von Kalk nach Köln und zurück dauerte einen ganzen Tag. Über eine Rampe erreicht man ein wahres Labyrinth von tief unter der Erde liegenden Gewölbekellern.
Hier vergor das Bier in großen Holzbottichen und wurde anschließend für 4 Wochen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt gelagert. Die alten Gär- und Lagerkeller sind heute überflüssig geworden. Doch hier reifte seinerzeit das erste moderne Bier heran. Ein Bier, so wie wir es heute kennen. Köln zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Weil die Industriebrauereien zunächst mit Pilz und Export den Markt überschwemmten, waren die traditionellen Hausbrauereien plötzlich einer existenzgefährdenden Konkurrenz ausgesetzt. Die Großbrauereien eröffneten in der Domstadt einen Ausschank nach dem anderen. Von den 110 alten obergärigen Hausbrauereien waren nach 1900 gerade knapp die Hälfte übrig geblieben. Nur ein traditionsbewusstes Stammpublikum und eine verbesserte Bierqualität verhinderten den Untergang der obergärigen Biersorte. Kölsch wäre beinahe vom Markt verschwunden. Doch da entschieden sich auch die Industriebrauereien, unter anderem aus steuerlichen Gründen, obergäriges Bier in ihren Sudkesseln einzubrauen. Das Kölsch eroberte sich von da an einen festen Platz in der rheinischen Bierlandschaft. Bis zum Jahre 1914 erlebte das Braugewerbe einen ungeheuren Aufschwung. Doch führten der Erste Weltkrieg und die Weltwirtschaftskrise zu einem großen Absatzeinbruch. Lediglich in der Blütezeit der goldenen 20er erholten sich die Bierbrauereien. In den Bombennächten des Zweiten Weltkrieges, in denen 90% der Kölner Altstadt in Schutt und Asche fielen, blieben auch die Brauereien nicht verschont. In den Notzeiten wurde ein Bier aus allen möglichen Ersatzstoffen, wie zum Beispiel Molke, gebraut. Aber wie man sieht, wollten die Kölner auch im Kriegssommer 1944 nicht auf ihr Bier verzichten. Nach dem Krieg war der Siegeszug des Kölschbieres nicht mehr aufzuhalten. Die traditionsreiche 1883 gegründete Hausbrauerei Päffchen in der Friesenstraße baute im Jahre 1949 zum ersten Mal wieder echtes Päffchenkölsch und tut es immer noch. Hier wollen wir den handwerklichen Brauprozess von den Rohstoffen bis zum genießbaren Gerstensaft verfolgen. Direkt hinter der Gaststätte befindet sich die kleine Brauerei. Hier wird alle 14 Tage das Malz angeliefert. Frühmorgens bringt ein Lastwagen gut 100 Säcke mit jeweils 70 Kilogramm Gerstenmalz. Die Anlieferung in Säcken ist heute nur noch bei kleineren Brauereien üblich. Zu den größeren transportieren Silo-Lastwagen das Malz. Die Malzfabrik Thüwissen in Karlscheuren bei Köln beliefert alle Kölner Brauereien mit Malz. Die Männer fahren die Säcke zur sogenannten Malzgosse. Malz ist ein wesentlicher Rohstoff für die Bierbereitung. Beim Mälzen wird die Braugerste zum Keimen gebracht. Dadurch verändert sich das Innere des Korns. Die bei der Keimung aktivierten Enzyme bauen die Stärke ab. Zucker entsteht. Beim Trocknen, das in der Mälzersprache Darren heißt, wird die Keimung abgebrochen. Es bilden sich Stoffe, die dem Bier Aroma und Farbe verleihen. Je höher die Temperatur beim Darren, umso dunkler das Bier. Von der Malzgosse gelangen die Körner über ein Becherwerk zum Malzsilo, wo sie bis zum Brauen lagern. Vor dem ersten Arbeitsschritt, dem Maischen, wird das Malzkorn in der Schrotmühle aufgebrochen und der Mehlkörper freigelegt. Thomas Schröder ist Bierbrauer bei Päffchen. Ihn begleiten wir bei seiner Arbeit. Schon um 5:30 in der Frühe beginnt im Sudhaus das Maischen. Das heißt,
Das Malz wird mit dem Brauwasser vermischt. Die Brauerei Päffchen hat keinen eigenen Maischebottich. Hier dient die Sudpfanne, die von unten beheizbar ist, nicht nur zum Würzekochen, sondern auch zum Maischen. Thomas Schröder öffnet das Kupferrohr. Das bereits geschrotete Malz fällt in die Sudpfanne. Darin befindet sich schon Wasser, das auf etwa 50 Grad Celsius vorgeheizt ist. Ein Rührwerk mischt Malz und Wasser kräftig durch. Süßlicher Malzgeruch durchzieht das Sudhaus. Beim Maischen wird im erwärmten Wasser die noch im Malz vorhandene Stärke in Zucker umgewandelt. Diesen vergärt die Hefe dann später zu Alkohol und Kohlensäure. Das Maischen dauert etwa 1,5 Stunden. Bei einer Temperatur um 64 Grad Celsius findet eine Verzuckerung statt. Das heißt, ein Teil der Stärke wird zu Zucker abgebaut. Bei 72 Grad Celsius verwandelt sich die restliche Stärke in Zucker. Zur Kontrolle des Stärkeabbaus führt Thomas Schröder eine Jodprobe durch. Er entnimmt aus der Maischflüssigkeit kleine Proben. Dann gibt er einen jodhaltigen Indikator dazu und vermischt beides. Jod hat die Eigenschaft, sich in Verbindung mit Stärke dunkelblau zu färben, in Verbindung mit Zucker aber nicht. Wenn jetzt noch Stärke in der Maische vorhanden ist, wird die Flüssigkeit dunkel gefärbt. Dies ist offenbar nicht der Fall. Die Proben bleiben klar. Also wurde die Stärke in Zucker umgewandelt. Die Jodprobe ist eine wichtige Kontrollmöglichkeit für den Bierbrauer, um festzustellen, wann das Maischen abgeschlossen ist. Der nächste Arbeitsgang kann beginnen. Die Maische wird von der Sudpfanne in den Läuterbottich gepumpt. Der Läuterbottich befindet sich immer etwas erhöht im Sudhaus. So können die Brauer beim Läutern das natürliche Gefälle zwischen den Kesseln nutzen. Läutern bedeutet in der Brauersprache klären oder filtern. Auf einem Sieb am Boden des Bottichs bleiben die festen Bestandteile der Maische, der sogenannte Treber, zurück. Die Maische läuft in den Läuterbottich. Der Läuterbottich ist voll. Die Trübwürze läuft durch den Siebboden über das Schauglas wieder in den Läuterbottich zurück. Dieser Kreislauf wird so lange fortgesetzt, bis die Würze klar läuft. Der Treber setzt sich auf dem Siebboden des Läuterbottichs ab. Dabei entsteht ein Treberkuchen, der eine natürliche Filterschicht bildet und die Würze klärt. Als blanke Vorderwürze läuft die Flüssigkeit in die Sudpfanne. Vor dem Läuterbottich befindet sich die Abläuterung. Mit ihrer Hilfe wird die Fließgeschwindigkeit automatisch durch Absenkung des Schauglases reguliert. Bis die Sudpfanne gefüllt ist, vergehen etwa 3 Stunden. Wenn das Schauglas unten angekommen ist, sind rund 64 Hektoliter Würze hindurchgelaufen. Das Abläutern ist beendet. Die Würze besteht aus Wasser und den Inhaltsstoffen des Malzkorns, in erster Linie Zucker. Nach dem Läutern folgt unten in der Sudpfanne das Würzekochen. Thomas Schröder gibt direkt zu Beginn des Kochvorgangs Bitterhopfen in die Würze. Verwendet wird heute überwiegend zu kleinen Kügelchen gepresstes Hopfenpulver, das in seiner Zusammensetzung je nach Kundenwunsch variieren kann. Die genaue Menge und Mischung ist Betriebsgeheimnis.
Bei einer Temperatur von 100 Grad Celsius gehen die Bitterstoffe des Hopfens in Lösung, wie die Brauer sagen. Auf dem Siebboden des Läuterbottichs bleiben die herausgefilterten, unlöslichen Bestandteile des Malzes als kompakter Treberkuchen zurück. Während des Würzekochens hat Schröder Zeit, den Läuterbottich auszutrebern. Mit dem Rührwerk werden die Malzrückstände in ein Loch im Boden des Bottichs geschoben. Durch ein Rohr fällt der Treber nach unten. Dort holt ein Landwirt mit einem Anhänger das hochwertige Viehfutter ab. Gegen Ende des Würzekochens gibt Schröder ein zweites Mal Hopfen in den Sud. Es handelt sich diesmal um Aromahopfen, der dem Gerstensaft seinen charakteristischen Geschmack verleiht. Er trägt auch zur Haltbarkeit des Bieres und zur Beständigkeit des Schaumes bei. Beim Kochen wird die Würze nicht nur sterilisiert, sondern aus der Würzepfanne verdampfen durch den Dunstschlot auf dem Dach der Brauerei auch etwa 7 Hektoliter Wasser. Dadurch steigt der Extraktgehalt der Würze. Unter Extrakt verstehen die Brauer die gelösten Inhaltsstoffe des Malzes. Schröder entnimmt eine Probe, um den Extraktgehalt, die sogenannte Stammwürze, zu messen. Je mehr Wasser verdampft ist, umso höher ist die Stammwürze und umso stärker das Bier. In einem Wasserbad kühlt der Kupferzylinder mit der Probe auf 20 Grad Celsius ab. Auf diese Temperatur ist die Spindel geeicht, mit der der Brauer die Stammwürze abliest. Die Spindel zeigt den für Kölsch üblichen Wert von 11,8% Stammwürze an. Thomas Schröder trägt die Zahl ins Sudprotokoll ein. Das Kochen ist beendet. Es folgt das Ausschlagen. Von der Sudpfanne wird die Würze zum Läuterbottich hinaufgepumpt, um Hopfenrückstände und Heißtrub herauszufiltern. Vom Läuterbottich gelangt die Bierwürze ins Kühlhaus. Mit einer Zentrifuge werden letzte Trubstoffe herausgeholt. Ist die Würze durch einen Plattenkühler gelaufen, hat sie eine Temperatur von 13 Grad Celsius. Diese Temperaturführung ist ein Unterscheidungsmerkmal zu untergärigen Bieren, wie zum Beispiel Pilz, dessen Würze hier bereits auf etwa 5 Grad Celsius abgekühlt sein müsste. Die Obergärung beim Kölsch erfordert eine um etwa 10 Grad höhere Gärtemperatur. Die Würze läuft in einen großen, offenen Gärbottich im Gärkeller. Für das Brauen von Kölsch wird nur obergärige Bierhefe verwendet. Das ist eine besondere Hefesorte. Günther Herbert kümmert sich bei Päffchen um das Anstellen der Würze, also die Hefebeigabe. Von der letzten Gärung ist Hefe übrig. Sie wird in Wannen aufbewahrt und mehrmals wiederverwendet. Herbert schüttet sie in einen zweiten Eimer um, damit sie Sauerstoff aufnehmen kann. Den benötigen die Hefezellen am Beginn der Gärung.
In die Würze gibt der Brauer mehrere Eimer Hefe. Der Gärkeller wird bei einer Temperatur von 4 bis 6 Grad Celsius gehalten. Bei der Gärung entsteht in den Bottichen Wärme, sodass die Obergärung bei Temperaturen zwischen 13 Grad und 18 Grad Celsius stattfinden kann. In diesem Temperaturbereich arbeitet die Kölschhefe am besten. Schon nach 24 Stunden bilden sich die sogenannten Kräusen im Gärbottich. Bei dem natürlichen Vorgang der Gärung wandelt die Hefe den Zucker in der Würze in Alkohol und Kohlensäure um. Die Hauptgärung ist nach 5 bis 6 Tagen beendet. Dann hat sich auf dem Jungbier eine Schaumdecke gebildet. Mit dem Schöpflöffel hebt der Brauer Peter Beck die Gärdecke ab. Auf dem Jungbier schwimmt die Hefe, die bei der Gärung nach oben gestiegen ist. Daher der Begriff obergärig. Im Unterschied dazu setzt sich beispielsweise beim untergärigen Pilz am Ende der Gärung die Hefe am Boden des Bottichs ab. Beim nächsten Brauen kann die geerntete Hefe wiederverwendet werden. Peter Beck nimmt die Spindel und prüft, wie viel Restextrakt noch im Bier vorhanden ist. Dieser wird bei der Nachgärung während der Lagerung weiter vergoren. Das Jungbier ist jetzt schlauchreif. Es kann in die Lagertanks umgepumpt werden. Nach 4 bis 6 Wochen Lagerung ist das Bier geschmacklich ausgereift und durch die Nachgärung mit Kohlensäure angereichert. Während Günther Herbert im Keller das Umpumpen des Bieres zur Abfüllung vorbereitet, reinigen die Männer in der Schwankhalle die Bierfässer. In der Brauerei Päffchen sind 7 Mitarbeiter beschäftigt. Bis vor etwa 30 Jahren waren in den Brauereien Holzfässer aus Eiche üblich. Doch wegen ihrer umständlichen Handhabung, sie mussten zum Beispiel zum Abdichten regelmäßig von innen mit Pech behandelt werden, wurden sie von Metallfässern abgelöst. Bei Päffchen sind seit einiger Zeit kunststoffummantelte Metallfässer in Gebrauch. Trotzdem hält die Brauerei aus Traditionsgründen auch noch an den Holzfässern fest. Die Säuberung von innen und außen erledigt eine alte, rundlaufende Fassreinigungsmaschine. Mit einer Stablampe kontrolliert Hans Aunkofer die Fässer. Gleichzeitig riecht er daran, um festzustellen, ob die Fässer vollständig gereinigt sind oder gar noch schale Bierreste enthalten. Der Schichtenfilter. Damit das Bier blank wird, läuft es vor dem Befüllen durch Filterplatten.
Hierin bleiben alle noch vorhandenen Trubstoffe wie Hefe zurück. Jetzt ist das Bier trinkfertig und kann in Fässer abgefüllt werden. Päffchen Kölsch ist nicht in Flaschen erhältlich, kann aber auch zum privaten Gebrauch bei der Brauerei in Fässern gekauft werden. Die Hausbrauerei produziert im Jahr gut 6000 Hektoliter Bier. Hans Auenkofer verschließt das Holzfass und lässt es in den Kühlraum rollen. Hier bleibt es meist nicht allzu lange liegen, denn bald schon zapft ein Kürbis daraus in Päffchen Brauhaus einen Kranz mit frischem Kölsch. Wohl bekomm's.